Hallöchen, meine lieben Nerdskicks und Gamer, und damit herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Unboxing mit mir, Malle. Ja, es ist wieder soweit, das Unboxing ist da. Ich habe nicht nur eine Box, die schon irgendwie offen ist und wo man meinen Namen erkennt, eine Box, und zwar die getdigital.de. Das ist jetzt meine neue. Nein, ich habe auch noch eine zweite Box, und zwar die Wutbox. Ja, ich erzähle euch mal kurz zu den Boxen was. Also nicht Details oder so, sondern ja, die Wutbox sollte schon vor über einer Woche ankommen. Vor, ich glaube, 11 Tagen war das. In Frankreich ist sie schon angekommen. Die ist ja so ein bisschen internationaler, ne? Ja, in Frankreich ist sie schon angekommen. Auf der Seite auch schon gleich gepostet und so weiter. Also bei denen. Heißt, ich habe mich schon schön spoilern lassen, weil ich halt gucken wollte wegen Boxen davor und so weiter. Ihr müsst mich sehen, wenn ich noch keine Box habe. Ich hänge da wie so ein kleines Kind und gucke mir die anderen Boxen alle an und so. Und auch die ganzen sonstigen Unboxings und so. Ja, ziemlich scheiße gelaufen, ne? Kann man aber nochmal verstehen, dass man Lieferschwierigkeiten hat. Und dann, ne, habe ich... Ich saß halt wirklich eine Woche lang hier wie so ein kleines Kind und hab die ganze Zeit immer gewartet. Postbote kommt, gleich aus dem Fenster gucken. Läuft der zu mir? Ja, jetzt war es endlich mal soweit. Ja, bei der getdigital, auf einmal ich sitze auf der Arbeit, auf einmal kriege ich eine Mail. Ihre getdigital kommt später. Yay. Ja, die hatte jetzt auch nochmal 2 Tage Verspätung. Aber nichtsdestotrotz, wir fangen jetzt mal mit der Get digital an, eine sehr schlichte Verpackung, ne, von oben, warte, hier, nichts zu sehen und so, ja, fangen wir mal an und schon gleich springt uns das T-Shirt aus dem, ins Gesicht, aber das legen wir erstmal beiseite, weil ich finde, das T-Shirt ist immer so das Highlight, das ist irgendwie mal wieder so ein Brief, glaube ich. Verpackungsmaterial! Umweltschonend? Nö. Also ich habe aber schon leider bei der getdigital auch schon was gesehen, weil, ne, die schicken halt so den Lieferumfang, was da alles mit drin ist, in der Mail mit. Und dann habe ich einmal ganz kurz reingeguckt. Ich habe noch nicht wirklich was gesehen, aber die eine Sache, die habe ich gesehen und die finde ich fucking geil. Also ganz ehrlich, geht nicht besser. Ich habe es damals bei irgendeinem anderen Unboxing gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was das, also bei welchem das war. Auf jeden Fall, ich wollte es haben, unbedingt. Wollte es mir aber, also habe es mir irgendwie nie bestellt. Und zwar der dreiköpfige Affe von Monkey Island. Finde ich saugeil. Könnte jetzt gerade ein bisschen laut werden. So. Der ist so und fucking fassbar geil. Dreiköpfiger Affe, Three-Head Monkey. Ja, von Monkey Island. Bom, bom, bom. 3 Köpfe. Und das Schöne finde ich an dem, der hat einen ziemlich steifen Schwanz und ziemlich harte Füße. Heißt, der kann auch halt so stehen. Nicht so wie andere Kuscheltiere, die dann halt gleich umfallen. Heißt, der wird höchstwahrscheinlich entweder in meinem Bett... Okay, das ist die Couch. Aber höchstwahrscheinlich auf der Couch, in meinem Bett oder halt in meinem Regal landen. Ja, also ich muss sagen, es sieht ziemlich mau aus, aber es sind noch trotzdem noch viele Artikel. Die Box wirkt jetzt einfach nur ziemlich klein, also jetzt wo die 2 Sachen raus sind. Aber naja, kramen wir mal hier so ein bisschen weiter rum. Maisie Sticks. Okay. Also erstmal hier, ne? Die Packung. Maisie Sticks. Was auch immer Maisie Sticks sind. Ich muss so ein bisschen noch die Zeit im Auge haben, weil erstens darf es ja nicht zu lang werden für euch und zweitens muss ich gleich auch zur Arbeit. Ja. Step Labyrinth. Achso, okay. Das hier ist so ein Labyrinth und die ganzen Stäbe haben verschiedene Einkerbungen. Da muss man die halt irgendwie reinschieben. Und zwar so, dass man alle ineinander schieben kann.
zum Beispiel, ich mache das jetzt eh falsch, aber, also dass man alle drinne hat, quasi. So, jetzt nochmal, der passt schon wieder nicht. Ich werde jetzt eben ein paar testweise reintun. Siehst du, haben wir schon mal so ein paar drinne. Der Rest liegt hier noch. Oh, ich sehe gerade. Ja, der Affe fällt um. Ich habe sogar schon ziemlich viele drinne. Entweder bin ich ein fucking Superbrain, was ich nicht glaube, oder das war jetzt Glück, oder das ist sowieso vollkommen falsch. Auf jeden Fall liegen hier die Stäbe noch. Ja. Ein Stapellabyrinth, immer mal wieder so was zum Basteln für die Couch oder sonst was. Finde ich ganz nice, also dass sie immer sowas noch hinzufügen. Aber ich muss sagen, von so einem Kram, ich will lieber wirklich so Gaming und Serien-Stuff und so. Also ich weiß, dass die Get Digital halt auch dafür bekannt ist, halt auch andere Nerd- und Geek-Sachen zu machen. Also wirklich halt auch solche hier. Ja, Spiele, wie so ein Kram halt. Da war auch irgendwie mal so ein Kristall-Kram drinne. Finde ich mal ganz lustig, aber dafür hole ich mir solche Boxen eigentlich nicht. Trotzdem finde ich die Get Digital echt super und deswegen habe ich sie mir auch geholt. Ja, hier noch eine Brille. Habe ich gerade schon gefühlt. Und zwar eine Pixelbrille. Ja. Gerade jetzt, wo es wieder zum Sommer geht. Oh, ist die eng. Gerade jetzt, wo. Oh, die sitzt echt scheiße. Gerade jetzt, wo es wieder zum Sommer geht, ist eine Sonnenbrille doch nie verkehrt. Und so eine Pixelbrille passt super mit meiner Shield Cap zusammen, so. Ne? Kann man wohl mal tragen, ne? Aber die ist wirklich eng und rutscht auch und keine Ahnung. Also diese. Ich weiß nicht. Ich habe wahrscheinlich eine scheiß Kopfform. Aber das weiß ich auch so, weil Caps passt mir auch nicht immer. Ja, eine Pixelbrille. Auch echt Hammer. So, was haben wir denn noch so? Wer ist am gerissensten? Top Trumpf. Breaking Bad. Das ist, glaube ich, ein Quartettspiel von Breaking Bad. Ich weiß auch früher. Als damals 1945 ich und Napoleon. Nein, früher, als ich noch ein bisschen jünger war, hatte man immer diese Tausende an Quartetts, egal ob es Rennwagen, Feuer, also für mich ja so, also ne, nicht relevant, aber Feuerwehr oder ich hatte auch eins von einem Fußballverein oder Trecker oder Tausende von Rennautos, von Tieren gab es auch so viele. Es gab ja von allem Quartett, es gibt auch einen Scheißhaufen Quartett. Das gibt es wirklich, ohne Witz. Ja, und hier ist dann halt so von Breaking Bad. Zum Beispiel hier der Walter White, die Scala, ne? Ich blätter mal ein bisschen weiter. Hier ist noch Gale. Achso, Brandon. Ja, genau, der angeschossen wurde. Ich war gerade am Überlegen, wer das war. Hier, Ted. Ja. Ein Breaking Bad Quartett. Ist nicht schlecht. Finde ich ganz geil. Ich habe zwar Breaking Bad gesuchtet und fand's auch gut, aber ich bin jetzt nicht so der Überfan davon. Die Serie war gut, war sehr gut, aber ich habe das jetzt nicht so gefeiert wie andere, so zum Beispiel. Gucken wir doch mal weiter. Dragon Age Inquisition. Lead them or fall. Ah. Ein Dragon Age Dogtag. Ja. Ein Dragon Age Dogtag. Ja. Dogtags sind immer gut. Werden auch oft. Ne, ist halt so ein gängiger Merch. So. Dogtags. Jetzt geht mein Rechner aus. Ich hoffe, meine Audiospur macht's noch. Audiospur, bist du noch so weit? Ich hoffe es schon. Ja, Dogtags sind so Standard, so T-Shirts, hier so diese Rucksäcke, wie heißen die noch?
keine Ahnung, auf jeden Fall Buttons, Dogtags. Was hatte ich denn letztes Mal noch von irgendwas? Das hatte ich doch hier auch hingelegt, wo ich auch gesagt habe, dass... Genau, Schlüsselanhänger. Schlüsselanhänger auch so ganz Standard, ne? Ja, aber die scheint auch... Komm, ich mach die mal auf. Die scheint nämlich qualitativ so ein bisschen hochwertiger zu sein, ne? Machen wir die auch gleich mal ab. So. Ah. Zack. Ja. Die fühlt sich wirklich ein bisschen hochwertiger an. Ist halt auch hier mit diesem Gummi. Für die amerikanischen Dogtags. So. Ja, ziemlich viele Anziehsachen. Also, was ist Anziehsachen, aber, ne? So. Aber finde ich gut, finde ich gut. Was haben wir hier noch? Ein Aufkleber. Ich glaube, in der Get Digital sind immer Aufkleber drinne, so wie bei der Wootbox immer Buttons drinne sind. Beim, wo war das noch? Bei der Loot Raider? Weiß ich nicht, auf jeden Fall. Die haben. Was war das? Also, ihr habt das gehört, oder? Ich habe aber kein Handy, was so ein Geräusch macht. Ich habe Angst. Ich habe sehr große Angst. Okay, was auch immer. Mit dem fliegenden Spaghetti-Monster. Ja, ein Aufkleber mal wieder. Was soll man groß sagen? Aufkleber halt. Okay. Ein Grumpy Moon. Mit dem Spruch. Kann man das lesen? Ich hoffe schon. Für die Leute, die kein Englisch von euch können, ist nicht schlimm, ich kann es auch nicht wirklich. Also ich konnte es gerade so verstehen, aber ist okay. Magic Gum. Werde ich jetzt nicht probieren, ich glaube, kennt jeder den Geschmack und so. Dieses prickelnde, im Mund prickelnde Magic Gum, also Kaugummi, mit Tutti Frutti Geschmack. Ja, ist halt auch so ein Kindheitsding, finde ich. Hatte ich auch in meiner Kindheit immer ganz häufig geholt. Auch super. Und als letztes Geisterjäger John Sinclair, die große Grusel, was auch immer, von Jason Dark. 3 ausgewählte Romane. Deutschland 3,70 €. Ja, ein Gruselband, ein Gruselroman. Keine Bilder. Ist nicht so meins. Alles, was keine Bilder hat. Nein, Spaß. Ich bin aber nicht so der Gruselfreund, also nicht so der Gruselfreund-Leser. Ich lese lieber Fantasy oder historische Dinge. Aber nette Beilage. Also, was ist Beilage, aber ich räume den ganzen Kram mal eben wieder ein. Nicht, dass das hier rumfliegt. Die Get Digital ist echt eine geile Sache, weil da sind ziemlich viele, ziemlich hochwertige Items auch drin. Der Preis weiß ich gerade gar nicht, liegt glaube ich auch zwischen 20 und 30 Euro. Monatlich bezahlbar, nicht so wie die Wootbox, dass man alles auf einmal bezahlen muss. Was heißt muss, aber ich musste das irgendwie. Ja, finde ich nice. Der Loot war gut, besonders den Affen. Das T-Shirt. Jetzt hätten wir doch tatsächlich das T-Shirt vergessen. Okay, ich sehe es. Okay. Ta-ta-ta-ta. Ich sehe es zwar nicht ganz. Seht ihr es ganz? Hey Zelda. Hey Spider-Man. Well played. Das ist geil. Das ist fucking geil. Das werde ich jetzt gleich anziehen.
Aber im Großen und Ganzen, ich sag ziemlich häufig im Großen und Ganzen, oder? Auf jeden Fall ziemlich geiler Stuff, der da drinne war. Wie gesagt, diese Spielzeuge oder diese, ne, Beschäftigungstherapien. Ist nicht so meins, habe ich noch nie so viel von gehalten, aber finde ich nett, dass sie sowas mit reinschmeißen, nicht immer nur den anderen Kram. Ich hätte sowas halt jetzt auch angesehen, aber das ist ja indirekt eigentlich auch Merch, also von daher. Aber ja, Dogtag ist geil, auch wenn ich hier Dragon Age jetzt nicht so gesuchtet habe, aber Breaking Bad genauso. Der Affe ist episch, ist super episch. Das Shirt ist super episch. Ja, die kleinen Beilagen wie das fliegende Spaghetti-Monster-Sticker. Der Sticker. Und das andere da, was habe ich denn noch da gehabt? Genau, hier die Karte. Die Moon Card. Und die Sonnenbrille. Die Sonnenbrille ist halt auch so ein Standard-Gadget, finde ich. Ne? So eine Pixel-Sonnenbrille hat man halt auch schon überall so gesehen, überall schon gekriegt und so. Also ich habe jetzt noch keine, aber ihr wisst, was ich hoffentlich meine. Ne? Aber im Großen und Ganzen, ich sag wirklich ziemlich häufig im Großen und Ganzen. Ich finde diese Box ziemlich geil. Kann Get Digital nur weiterempfehlen. Und werde mich jetzt mal an der nächsten Box dran machen. Mal schauen, wie die so wird. Jetzt sah man schon wieder. Okay. Oh nein, jeder weiß, wo ich wohne. Oh nein, ich bin so ein großer YouTuber. Nicht. Wo stelle ich die am besten hin? Da. Könnt ihr ja gleich sehen, wie ich die Box da habe. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.